Hi Leute, ich grüße euch zurück zu Castlevania Area of Sorrow. Und ja, wir haben das letzte Mal in der Bibliothek aufgehört und wurden schon im letzten Part von dem Typen hier gerne mal geschossen. Aber, jo. Zur Belohnung bekommen wir einen Zauber. Oder eine neue Seele, besser gesagt, gell? Und genau, also wir haben in der Bibliothek aufgehört, während wir dieses wunderbare Dämonenschloss am Erkunden sind. Also, wunderbar in Anführungszeichen. Also, ich liebe es jetzt zu erkunden, aber ich glaube, es gibt schönere Orte, als im dämonenverseuchten Schloss rumzulatschen. Wenn ich an so einer Stelle wäre. Gut, dass wir ihn noch steuern. Und ja, wir wurden hier, da war es ein bisschen davor, hier von einer Dame gewarnt, dass wir ein bisschen aufpassen sollten, wie wir hier trauen. Besonders bei... War Kram sein Name? Kraim, Kriam? Ich bin mir gerade nicht mal grundsätzlich sicher. Wir werden die bestimmt eh nochmal alle treffen. Von daher, ich tue mir wohl schwer, ein bisschen Namen zu merken. Vor allem, ich habe wieder eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Aber ja, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter und werden das Schloss erkunden. Und, aua, ey Kollege, du tust ganz schön weh, wenn du triffst. Finde ich nicht okay von dir. Wir können ja mal die neue Seele austesten, ja? War ja dann wahrscheinlich irgendwas mit Witch, oder? Student Witch, ja. Wahrscheinlich können wir dann den gleichen Zauber wie sie verwenden. Ja, wo bei uns ein bisschen dunkler ist. Okay. Und hier liegt eine Münze. Hier liegt immer eine Münze. Naja, gut. 100, okay. Kann man mit leben. Klingt jetzt nicht so schlecht. Auf der anderen Seite haben wir von der jetzt gerade 50 bekommen. Und... Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder 50 bekommen und blub. Naja, ihr seht, so gut war die Münze dann auch nicht. Vielleicht hätte die besser sein können oder so? Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall zwei Wege. Das Ding konnte man nicht kaputt machen, genau. Das ist eine Boss-Tür. Ich habe es mir langsam gemerkt. Dann gehen wir doch erstmal kurz hier lang. Und, ja, hier kommen wir noch rein, wenn wir einen speziellen Skill haben, nämlich diesen Backdash-Skill, weil wir hier sonst nicht das Monster uns sonst nicht reinlässt oder diese Tür nicht reinlässt, wenn man sie anschaut. Okay. Und, okay, Katze macht Damage. Nice. Die Pflanze greift dreimal an, macht 26, dafür greift das Vieh viermal an, wahrscheinlich, je nachdem. Na gut, zumindest bei großen Gegnern. Und macht auch gar nicht so schlecht damit. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen besser. Und, oh nice, das ist eine gute Waffe. Vergleichsweise, weil sie hat viel Range, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sie hat, glaube ich, genauso viel Schaden wie unsere jetzige Waffe. Aber, hat mehr Reichweite. Also ist quasi ein Kettenschwert und hat ein bisschen was von dem Vampire Killer, gell? Nein, ich will keine Magie verwenden. Aber hat halt relativ gute Range. Das ist gut. Kann das Leben leichter machen. Von daher nehmen wir es doch verdankend an. Ich meine, das Ding kriege ich trotzdem nicht kaputt damit, aber gut. Man kann nicht alles haben, gell? Dann würde ich sagen, gehen wir den nächsten Boss an. Ja, Bosse gibt es zuhauf in dem Spiel, keine Frage, aber auch das hat was Nices. Und jo, es ist eine große Statue, die, ja, gut Range hat. Ich glaube, ich bleibe bei der... Was haben wir denn noch schon gehabt? Ich glaube, ich bleib erstmal bei Una. Vielleicht läuft er ja rein. Na ja, gut. Macht jetzt auch nicht so viel mehr Schaden. Und ist schwerer zu platzieren. Aber der Vorteil ist... ich muss hinter den Schild treffen. Können wir sonst kein Damage machen. Das ist zumindest ein bisschen mehr Schaden macht als der andere Zauber. Den hat man gar... Oh, falsche Richtung. Komm nach vorne. Ah, jetzt wird das aber wissen, der Kollege mit seinem Schwert schlagen.
Aber we got you. Nice. Dann einmal her damit. Einmal Heilung. Sehr gut. Gut. Und Badass Musik. Oh, what a child like yourself doing in a place like this. A child, you rude grandpa. Oh, my apologies. My name is Hammer. The army ordered me to come here. I am Soma. I thought I was inspecting a shrine, but suddenly I was in a castle. Don't you think that's a mean thing to do to a guy? So I just bailed on my mission. What do you mean? There were a bunch of strange people gathered at the shrine. I thought they'd be good customers, so I opened up a shop. Good for you. There's a weapon all over this castle and no monsters at the front gate. Good place for a shop. Come on by, I give you a good deal. See you around. Ja, in diesem Schloss gibt es wirklich verdammt viele Waffen. Warum auch immer das überhaupt so ist. Also das ist ja nichts Neues in dem Spiel. Das ist ja prinzipiell in Castlevania-Spielen, die Metroidvania-Touch haben, dass du dieses Schloss rumläufst und du kriegst einfach alles, was du brauchst, um Dracula zu töten. Also, Symphony of the Night hat so krasse Waffen, die Alucard besonders im Late-Game kriegen kann, mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Schwertern, die pro Sekunde, die, weiß ich nicht, in 3 Sekunden Bosse kaputt klatschen. Das ist unglaublich, von daher muss man nicht verstehen. Aber gut, der hat einen Shop, sollte man vielleicht auch mal aufsuchen, und wir erhalten einen neuen Skill. Jump again in Mid-Jump. Vor allem Mid-Jump, genau, also wir können jetzt einen Doppel-Jump machen. Das ist definitiv praktisch. Weil, wenn wir es jetzt ein bisschen kombinieren, kommen wir jetzt definitiv an Orte, wo wir vorher Probleme hatten. Und wir können auch einfach schön in diese Gegner reinspringen. Auch das ist machbar. Und die Frage ist, ist das was Neues, nachdem wir den Boss besiegt haben? Ja, nee, gell? Aber es ist so, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen komisch, dieser Ort. Man würde eigentlich erwarten, dass hier auch mal was ist, aber irgendwie ja dann doch nicht. Naja, gut. Ja, ich würde sagen, wir erkunden uns erstmal ein bisschen weiter um, aber eigentlich ziemlich lustig, wenn wir mal einen Teleporter oder sowas kriegen würden und stirb! Kollege, hör auf, mir Schaden zu machen. Also die Waffe hat wenig Speed, aber sie hat... Na, Steinzauber, okay. Sie hat Range. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Wobei die Schlaggeschwindigkeit schon ein bisschen durchaus, ja, besser sein könnte. Aber für den Boss war es eine gute Waffe, weil ich da nicht so nah dran gehen musste. Wieso hältst du so viele Schläge aus? War vorher auch kein Thema bei dir. Naja, haben wir uns hier mal kurzerhand. No. Speichern möchte ich gerade nicht, aber danke. Und, ja gut, auf den einen Treffer kann ich jetzt verzichten, mal kurzerhand. Da kam ich nicht weiter, gell? Okay. Die Frage ist, wo müssen wir überhaupt im Moment weiterkommen? Ich glaube, hier erstmal nicht, gell? Da hätte ich mich nur gefragt, was das hier ist, weil das so Island-Aussage. Aber wie gibt es hier keine, wenn ich das richtig sehe? Was war denn hier nochmal Schönes? Ich nehme erstmal Level up, finde ich auch gut. Nehme ich gerne an und hier war nichts mehr. Okay. Na, hier ist wieder der kleine Hopper. Dann die Giftfrau. Und zwar irgendwie mit dem Maschinengewehr abschießt aus Giftneideln. So, aber wir müssen nicht alle Gegner mitnehmen. Besonders, wenn wir jetzt so elegant über sie drüber jumpen können. Ach, das Leben kann so leicht sein. So, das da oben hätte ich gerne. Da brauche ich die Kiste auf jeden Fall. Das weiß ich noch, dass es die hier gab. Und wenn ich weiterkam, trotz dieser wunderbaren Kiste. Und ja. Da geht es wahrscheinlich regulär weiter. Die Frage ist, lohnt es sich mal einen Blick zurückzugehen, damit wir uns mal die Waffen anschauen können? Wir haben ein Breitschwert. Klingt jetzt eigentlich nicht so viel besser, aber ich lasse mich gerne besser überzeugen. Okay, ein bisschen besser. Ah, das schwingt man so, okay. Schwierig.
Lass uns vielleicht erstmal die Map noch ein bisschen erkunden, weil... Voilà. Mal gucken, was wir noch so finden können. Was haben wir denn hier? War ich hier schon? Nee, war ich gar nicht lang gelaufen, gell? Okay. Erstmal so eine blaue Münze ist nur eins wert. Warum? War ich hier schon? Ja, war ich. Kann mich gar nicht dran erinnern, ey. Hm, okay. Wo kommen wir hier hin? Das Gebiet davor, gell? Ja, okay. Ich bin jetzt erstmal neugierig, was wir noch so finden können. Ist jetzt machbar, mit dem Doppelsprung hier hochzukommen? Ja, jetzt ist, wenn ich das verbinde, gell? Genau. Warum machen den seine Steine da nicht keinen Schaden? Weiß er auch nicht, gell? Ah, jetzt sind wir hier. Ein bisschen weiter oben in diesem. Ich nenn's mal. Tanzgebiet, gell? Weil. Genau, hier waren wir ja auch schon mal und hier kamen wir ja nicht weiter. Weil wir keinen Doppelsprung hatten und nicht so hoch kamen. Okay, das war ein ziemlich aggressives Ohne. If you ask me. Geister, ihr macht gar nicht so schlechten Damage, um das nochmal in den Raum geschmissen zu haben. Die Frage ist, ist hier noch irgendwas zum Geiern? Jetzt, da wir den Doppelsprung haben. Da komme ich immer noch nicht weiter. Okay. Das ist so jetzt gerade nicht. Vielleicht noch weiter hoch irgendwie kommen. Ah, hier ist ein Spiegel. Das ist gut. Die können wir aber, glaube ich, noch nicht verwenden. Ah doch, hier kommen wir hin. Sehr gut, dann komme ich mich doch mal zum Laden. Haben wir noch andersweitig irgendwo Spiegel? Ja, okay. Also sie hört schon anhand der Musik, dass wir im Anfangsgebiet sind. Und es ist sehr gut, dass wir den Spiegel verwenden. Ganz ehrlich, Zombie ist Offizier, du bist schrecklich. Ich mag dich immer noch nicht, Kollege. Sag, wie es ist, ey. Als ob der Killer-Doll so viel sympathischer klingt. Okay, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir allgemein eh noch nicht weit. Würde ich jetzt vom Bauchgefühl her sagen. Aber ich kann falsch liegen.
Wir haben auf jeden Fall irgendwas Cooles zum Equippen bekommen. Ist eine Waffe gewesen? Fist attachment used for punching on a Punchwaffe, okay. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist mir ein bisschen zu nah an Gegner dran. Ich sag, wie das ist, ey. Nee, ganz ehrlich. Wenn es jetzt wirklich wesentlich stärker gewesen wäre, dann hätte ich jetzt vielleicht sogar noch drüber nachgedacht, aber so. Bleibe ich lieber vielleicht dabei. Macht mir gleich einen Damage und ich muss so einen Gegner. Aber man kann wenigstens ein bisschen mehr Distanz wahren. Wenn auch nicht viel. Und ja, hier kommen wir nicht weiter. Das brauche ich im Moment gar nicht probieren. Frage ist, ob wir überhaupt hier weiter sollen, weil. Sieht aus wie End of the Road, gell? Laut der Map. Das ist aber auch noch was. Wie komme ich da dran? Gut, ich habe eine Idee wie, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ich muss mir das nochmal im Kopf behalten, dass da was Cooles ist. Was auch immer es ist. Sieht nach einer coolen Waffe aus, keine Frage. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir da drankommen. Okay, kommen wir zum Spiegel. Jetzt wollte ich gerade sagen, ist der Zombie-General wieder da. Oh Gott, wir haben ihn nicht vermisst. Und ich will einfach 47 Schaden machen, weil die einfach gefühlt keine Abwehr besitzen. Nice. Aber ja, hier ist Mr. Shopkeeper, gell? Ehe wir zu dir gehen, gehe ich mal kurz zu dir. Ich mach mal wissen, wie es dir geht. Okay. Welcome back, Soma. Hey, what? That man over there. Ooh, you mean Hammer? His name's Hammer. Huh? Don't you think he's a little scary? No, I think he's a decent guy. But look at all this weapons he has over there. He told me he was opening up his own shop. Here? He's opening a shop in this castle he's at. Yeah, it's pretty strange. But if you say that he's a good guy, I believe you. Dankeschön, und wenn wir mit dem quatschen, halten sind nämlich auch einmal die Gute. Und ja, reden wir mal mit Hammer. Howdy there, you come. Is this where you opened your job? Yes, yes, it's by the way, that cute young lady over there. She's staring at you, is she your friend? Yeah. Well, I had no idea you were so popular with the ladies. It's not like that. Don't be shy now, you hear? It's a good to be young. It's a good thing. Alright, back to business. Take a look around, friend. Okay. Genau, also wir haben ein bisschen Gold. Und ich würde mal gerne eigentlich dort einmal kaufen, wenn ich ehrlich bin. Dann wir gucken erstmal, was du noch so allgemein hast. Weil jetzt kommen die Waffen und die sind teurer. Genau, also hier haben wir ein kleines Knife. Mal, was auf jeden Fall besser ist. Wortspielen Hammer hat er auch. Ein Broadsword haben wir schon. Wir könnten uns auch ein Speer holen, was wahrscheinlich relativ viel hat. Dann wahrscheinlich ein normales Schwert, aber ein bisschen mehr Damage. Dann wahrscheinlich eine Waffe, die ähnlich ist wie die, die wir gerade benutzen. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Gold, weil ganz ehrlich, ich hätte gern das Ding. Gut, und man kann auch Rüstung bei ihm holen. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Katana hätte ich ehrlich gesagt schon ziemlich gern. Das können wir nicht verkaufen. So, ganz ehrlich, das Knife werden wir nicht mehr zwingend brauchen. Ich bin ehrlich mit euch. Yes, das Schwert auch nicht mehr zwingend. Ich glaube, ganz ehrlich, die meisten werden wir nicht mehr brauchen. Das würde ich vielleicht mal aufheben noch, dieses Langschwert, aber sonst passt. Das kannst du auch gerne behalten. Rapier auch. Und Cestus, ja, ganz ehrlich, tschüss. Hier bei den Sachen warte ich mal noch kurzerhand. Aber ganz ehrlich, eigentlich bräuchte man die auch nicht wirklich 10 mehr. Was habe ich denn im Moment ausgerüstet? Kann ich das überhaupt verkaufen? Ich kann auch ausrüsten, was ich vertrage. Ja, das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Gut, das haben wir scheinbar ausgerüstet. Okay. Dann würde ich einmal gerne die Castle Map kaufen. Und die Katana.
So. Also immer schön Ohren kaputt machen und so weiter und Waffen finden, dann kann man sich auch ein bisschen was leisten und. Ja. Welcome back. Nein. Katana. Okay. Buff. Buff. Ich meine, bei den Gegnern jetzt irgendwie was zu erproben, ist ja natürlich jetzt auch nicht das Spannendste, weil die haben jetzt auch nicht wirklich was auf dem Kasten. Aber das ist auch schon mal ganz gut. Und ich frage gerade, wo wir weiter müssen. Ganz ehrlich, ich würde sagen, wir gehen trotzdem erst nochmal in die Bibliothek zurück und versuchen da unseren Weg abzuschließen. Ich guck mal kurz, wie lange der Part ist. Also eigentlich eine gute Partlänge. Und zu sagen, wir machen hier an nächster Stelle weiter, yo. Dann mache ich einen Cut, Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter, gell? Und gucken, wie wir in der Bibliothek mit unserer coolen Katana weiterkommen. Bis dahin, Leute. Bye, bye.